Die Lösung der ökologischen Krise ist ein Bewusstseinsprozess. Dieser Satz kommt von meinem heutigen Gast, von Marco Bogatschnik. Herzlich willkommen. Gerne. Herzlich willkommen. Marco Bogatschnik werden viele von Ihnen kennen. Er ist eigentlich einer der Menschen, der die Geomantie, das uralte Wissen der Geomantie, wieder in unser Leben gebracht hat, zu Anfang der 90er Jahre. Geomantie ist sowas wie das europäische Feng Shui. Und ja, wie würdest du sagen, was ist die Definition der Geomantie? Geomantie ist eine Art Ökologie, wenn man in moderner Sprache das sagt. Das heißt, es geht um die Beziehung zu der Welt um uns herum, aber nicht nur an der physischen Ebene, sondern auch an der subtilen Ebene. Und so setzt sich dieser Wort aus Geo für Gaia, für die Erde, und dann Mantein ist in Griechisch so wie hinter den Schleier schauen. Also wahrnehmen von dem, was man nicht direkt sieht. Ja. Auch Wahrsagung deutet dieses Wort. Ja, und es wird ja immer deutlicher in der spirituellen Tradition sowieso, aber auch in der Wissenschaft, dass es viele Dimensionen gibt. Es gibt ja Burkhard Heim, der Wissenschaftler, der sogar von einem zwölfdimensionalen Universum spricht. Trotzdem sind wir uns dessen oft gar nicht bewusst. Und auch in der Ökologie wird das manchmal sogar vergessen, kann man das so sagen? Ja, das ist wahr. Ich liebe das Werk von Burkhard Heim, habe ihn auch persönlich getroffen und er hat sehr viel auch als Inspiration für mich gewirkt, dieses mehrdimensionale Bild aufbauen zu können. Mhm. Und ich meine, da ist Bewusstsein das Wesentliche und das wird so oft übersehen, dass man durch Bewusstsein in andere Dimensionen auch gelangen kann. Die sind genauso real wie unsere hiesige. Ja, und wir Menschen haben also nicht nur einen Körper, sondern wir haben immer auch Chakren und auch eine Aura und die Geomantie. Und auch du sagst ja, dass auch die Erde verschiedene Dimensionen hat, dass die Erde Bewusstsein hat sogar und auch so etwas wie Chakren. Kann man das sagen? Ja, wenn man so in diesem griechischen Konzept von Mikro- und Makrokosmos spricht, so kann man so sehen, dass der Mensch ist ein Mikrokosmos und Erde ein Makrokosmos. Und eigentlich, wir sind wie ein Abbild der Erde. Also so oben wie unten, ne? Aus der Hermetik kennt man es auch. Ja, so. Ja. Die Erde hat diese vitalenergetischen Systeme entwickelt, damit sie das Leben aufrechterhalten kann. Und das gilt auch für uns. Mhm. Auch unser Leben wäre nicht möglich ohne diese subtilen Systeme. Die sind in Wechselwirkung verbunden mit der Erde. Und sind wir sogar durch diese feineren Energien auch viel stärker noch miteinander und mit der Erde verbunden? Kann man das so sagen? Ja, das ist, wir leiden an Vereinzelung. Hm. Und was eigentlich verbindet, ist dieses mehrdimensionale Organismus, das subtile Organismus, das hat mit Energie zu tun und besonders mit Bewusstsein. Mhm. Und es wäre wichtig, oder ich sehe als eine Inspiration, wenn man da in diese Dimensionen eintaucht und spürt diese Allverbindung. Mhm. Das ändert den Menschen. Ja. Ja, und vielleicht ein paar Worte zu deinem Weg. Du bist ja auf der einen Seite ein Künstler, du hast als Künstler begonnen mit Konzeptkunst. Und warst auf der anderen Seite eigentlich immer schon sehr mit der Erde verbunden, kann man das sagen? Hast du zum Beispiel auch diese feinen Energien schon wahrnehmen können früher? Nein, in der ersten Phase, in den 60er Jahren, als ich in Konzeptkunst gearbeitet habe, war das mehr mit Inspiration auf der intuitiven und mentalen Ebene verbunden, aber dann schon gegen Ende 60er Jahren war bei mir Interesse, in die Landschaft zu gehen. Also Land Art habe ich mitentwickelt. Und da bin ich schon gekommen in Kontakt mit diesen unlogischen, sagen wir, Dingen in der Natur. Und das hat weitergeführt, dann, dass ich mit meinen Freunden und mit unseren Familien haben wir eine Gemeinschaft gegründet in Slowenien Anfang 70er Jahre,
Da ging es schon um Landwirtschaft und Kunst und um die Geistigkeit, also geistiges Zentrum einerseits, Kunst und dann Landwirtschaft, Leben, das tägliche Leben. Also diese Verbindung, aus dieser Verbindung dann ist mein Interesse für Geomantie entwachsen. Ja, und die Geomantie sagt ja auch, dass also eine Stadt, wenn eine Stadt einfach nur gebaut wird, ohne sozusagen die Umgebung und die Berge und die Natur auch fein energetisch zu berücksichtigen, wird Energie oft abgeschnitten und das kann sogar dazu führen, dass Menschen krank werden, kann man das so sagen? Ja, es geht nicht nur um Umgebung, sondern es geht auch um Standort, weil die Stadt steht irgendwo auf einem bestimmten Punkt sozusagen in der Landschaft und der hat eine bestimmte Qualität, da warten bestimmte Lebenskräfte und jetzt, es geht darum bei Geomantie die Stadt einzustimmen damit oder wenn es zu Trennung kommt oder wenn da sich reibt, sagen wir, das Leben und das, was Leben der Landschaft ausmacht, miteinander reibt. Das ist eigentlich nicht gesundheitsfördernd, sondern umgekehrt kann zu Problemen führen. Naja, und das unterschätzen wir wahrscheinlich oft, weil es viele Menschen ja auch nicht so wahrnehmen können, aber es ist trotzdem wichtig. Ja, ja, es wirkt halt auf unterbewusst, sagen wir, auf unser Organismus und besonders darauf, wie wir uns fühlen in einem Raum oder in einer Stadt. Ich meine, da gibt es viele Möglichkeiten, das auszugleichen oder auch zu harmonisieren und gewisse Probleme und zu harmonisieren. Ja. Und eine der Möglichkeiten, die du entwickelt hast, die ich wunderschön finde, schon allein das Wort Lithopunktur. Man kennt ja die Akupunktur bei uns Menschen und Lithopunktur. Litho heißt Stein, was heißt Stein, das? Ja, ja. Lithos in Griechisch ja. Stein. Und da geht es um Positionierung der Steinsäulen. Die wären so ähnlich wie Akupunkturnadeln. Oder vielleicht noch besser Akupressur. Es geht da um Akupressur. Also da wird ein Stein, der wiegt eine Tonne, sagen wir, auf einen Punkt gesetzt, um da einen Impuls loszubinden. Also einen fein energetischen Impuls. Und es sind auf dem Stein Kosmogramme. Das ist es, kann man sagen, eine eigene Sprache, die du entwickelt hast? Oder wie würdest du das bezeichnen? Ja, ja. Kosmogramme sind hier ganz wichtig, weil die bauen eine Brücke zu dem Ort, so dass dieser Stein nicht nur dort steht einfach, sondern in Interaktion kommt, zum Beispiel ausgleichend oder balancierend, was halt seine Funktion da ist. Das läuft auf der Ebene des Bewusstseins. Ich vergleiche Kosmogramme mit Homöopathie in der Menschheilung. Also da geht es um Impulse, die auf der Bewusstseinsebene gegeben werden. Sehr spannend. Würde ich sagen, in einem zweiten Teil sprechen wir, wie du das praktisch anwendest, wie du mit den Menschen arbeitest und auch darüber, wie wir selber wieder mit der Erde uns mehr verbunden fühlen können. Gut. Bis zum zweiten Teil. Danke.